Verstärkung für die Zweitliga-Handballer der DJK Rimpa-Wölfe. Auf einer Pressekonferenz stellten sie ihren neuen Manager Jochen Bär vor. Er soll sich neben Geschäftsführer Roland Sauer vor allem um die Bereiche Marketing, Sponsoring und Eventmanagement kümmern. Ja, ich möchte eigentlich dieses ganze Thema Halle, Event, VIP verbessern, weil wir stehen in Konkurrenz hier in Würzburg mit den S. Oliver Baskets und den Würzburger Kickers. Und ich finde, die machen das beide auf einem sehr hohen Niveau. Und ich finde, da können wir uns noch was abschauen, da können wir ein bisschen was übernehmen, weil letztlich sind es ja doch die gleichen Sponsoren oder wir fischen im gleichen Sponsorenpool und da wollen wir natürlich attraktiv sein und davon was abbekommen. Das ist auch nicht wichtig, ob der Ball jetzt ein Fußball, ein Handball oder ein Basketball ist. Es geht um dieses ganze Konstrukt. Profisport, du musst wissen, wie das funktioniert und ich glaube, das konnte ich in den 10 Jahren, die ich das jetzt mache, lernen. Aber ich habe mich nie in Sportliche beim Basketball eingemischt und würde das auch im Handball nie tun, weil ich glaube, ich habe andere Stärken. Wir haben jetzt einfach mal so intern gesagt, wenn wir den Etat bis 2020 verdoppeln könnten, das ist so unser internes Ziel. Der wäre dann wie hoch? Der wäre dann bei 1,2 Millionen. Aber es wird nicht ganz lange, dass wir nur mit Talenten hier aus der Region bzw. aus dem eigenen Nachwuchs dann schauen, dass wir die erste Mannschaft auf Vordermann bringen. Wir brauchen auch externe Kräfte und die kosten Geld bzw. Müssen hier eingebracht werden und da brauchen wir dann natürlich eine breite Basis wirtschaftlicher Seite und dann können wir das auch realisieren, dass wir von außen, von extern auch noch den ein oder anderen Spieler dazu holen und dann denke ich, ist das auch realisierbar mit dem Projekt 2020. Also an den Zielen werden wir definitiv festhalten. Klassenerhalt, denke ich mal, brauchen wir noch ein paar Punkte, aber da bin ich mehr als zuversichtlich, dass wir das entsprechend schaffen werden. Denn wir haben ja doch die letzten Spiele, bis auf die letzten zwei, sehr gut gespielt. Und man darf immer nicht vergessen, was für eine Belastung darauf ist. Also insofern würde ich die letzten zwei Spiele nicht überbewerten, sondern ich würde mal die letzten Spiele insgesamt in Summe sehen. Und da haben wir uns eigentlich ganz gut verkauft und präsentiert.